besten Dank für die Vorstellung. Ich freue mich, dass ich hier heute sein kann. Ich bin zwar nicht 100% glücklich darüber, dass ich jetzt hier vorne stehe. Das ist nämlich eigentlich so, dass ich mich gefreut hätte, wenn jemand anderes von unserer Firma hier präsentieren hätte können. Und zwar vielleicht sogar zu einem der aktuellen Projekte, wo wir stark modern, wo wir stark Open Source einsetzen, moderne Open Source. Ich werde es später noch ansprechen. Allerdings, die Leute, die ich angefragt habe, haben alle gemeint, sie seien noch nicht an dem Punkt, wo sie etwas hätten, das sie zeigen können. Dann mache ich mal kurz weiter. Ich arbeite seit einiger Zeit bei SIX als Software Engineer, und zwar in unserer zentralen IT-Einheit, die sich Global IT nennt. Dort in einer der Entwicklungsabteilungen, das ist das Trading Application Engineering, und zwar eigentlich in einem Team, das sich System Integration and End-to-End Testing nennt. Faktisch mache ich selber relativ wenig Testing, sondern ich kümmere mich mehr um den Betrieb der Testsysteme. Ich bin sozusagen, also zusammen mit ein paar Kollegen sind wir so eine Art Ops für Testsysteme. Und zwar spezifisch, weil also die Entwicklungseinheit Trading Application Engineering sich mit unseren Business Units SIX Swiss Exchange, das heißt Börse, und SIX Security Services, das ist Settlement und Clearing, weil wir eigentlich der interne IT-Dienstleister für die Einheiten sind, betreiben wir dementsprechend auch die Testsysteme für deren Einheiten. Das mit dem Guildmaster, das werde ich nachher noch ein bisschen erklären. Ich bin auch ein Fellow der Free Software Foundation Europe, und zum Teil gebe ich jetzt natürlich hier meine, ich sage zum Teil auch ein bisschen private Meinung wieder. Das wird sich dann später in meiner Wunschliste für unseren zukünftigen Open Source Einsatz widerspiegeln. Ja. Genau, ich gehe gleich ein bisschen weiter. Ich blende mal kurz zurück. 2007 habe ich mal damals bei einer Firma namens SWX Swiss Exchange angefangen zu arbeiten, mit einer lustigen Stellenbezeichnung, die eigentlich mir überhaupt nicht klar gemacht hat, was ich dann da tun würde. Mein erster Chef hat auch immer gemeint, ich sei nicht Build Manager, ich sei Release Integrator. Noch ein cooler Begriff. Als nächstes habe ich festgestellt, das habe ich eigentlich natürlich schon gewusst, als ich mich einstellen habe lassen. Es ist vor allem Solaris und es sind Spark-Maschinen, und ich habe vorher eigentlich als Entwickler in einer Firma gearbeitet, wo wir schon ganz viel Linux eingesetzt haben auf x86. Deshalb auch die Frage, wo ist denn eigentlich das Linux geblieben? Coolerweise, also was dann noch schlimmer dazu kam, ist, ich musste dann ja tatsächlich auch ab und zu Builds machen und sogar, man höre und staune, auf VMS. VMS war damals noch eine recht wichtige Plattform für uns. Heutzutage ist das glücklicherweise anders. Und da habe ich mich dann gefragt, wo bleibt eigentlich das Linux? So speziell auch als Free Software Enthusiast. Glücklicherweise kam dann 2008 kamen verschiedene Entwicklungen. Also einerseits hatte ich irgendwie früher schon mal Kontakt mit der LISOG, und aufgrund dessen wurde ich angefragt, ob ich nicht vielleicht da an diesem Workshop mitmachen wollte für das Projekt Open Source basierter Desktop Benchmark, das da auch irgendwie so von 2008 bis 2009 stattgefunden hat. Ich habe mir damals nicht die Mühe gemacht, das irgendwie absegnen zu lassen, dass ich jetzt da teilnehme, sondern einfach privat mitgemacht. Und das SWX-Logo ist nur sehr diskret, glaube ich, ab und zu mal aufgeschienen in irgendwelchen Folien. Gleichzeitig ist das ein wichtiges Jahr für die SIX, weil damals hat der Zusammenschluss stattgefunden, der SWX-Group, der SIS-Group und der Telekurs-Group, und wir wurden zu SIX, damals noch nicht mit dem Logo, nicht mit dem Namen, aber im Prinzip kam da alles zusammen. Und an dieser Stelle gehe ich jetzt ein bisschen weiter. Ich habe auch ein Video mitgebracht,
Und da ich mich hier auch noch auf ein kleines Experiment einlassen wollte, weil ich vor kurzem eine ganz spannende Open-Source-Lösung kennengelernt habe, gehe ich einen Schritt weiter. Ich involviere sie ein bisschen. Ganz besonders natürlich auch, weil wir ja gerade erst das Mittagessen hinter uns haben und ich mal schauen wollte, ob die Leute noch wach sind. Wer ein paar, also so einen QR-Code-Scanner hat, kann den QR-Code scannen und sonst die Short-URL einfach schnell eingeben. Ich möchte nämlich kurz ein Voting machen. An dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank an Anna Kämpfer, die vor kurzem dieses System anlässlich des Open Source Business Launch in Zürich vorgestellt hat und sich dann auch gleich spontan bereit erklärt hat, mir einen Demo-Zugang zu geben, sodass ich das gleich einsetzen kann. Das ist aber selten gekommen. So, okay, dann starten wir mal. Bin ich gleich mal gespannt. Jetzt sehen wir dann ja gleich mal die ersten Resultate. Also jemand hat es schon geschafft. Es war auch anzunehmen. Ja, bitte voten Sie. Anzahl Abstimmende. Okay, gut. Also wir haben 18, bei denen es geht. Das ist noch nicht so wahnsinnig viel. Aber macht ja nichts. Ich gehe zur nächsten Frage, weil das war ja nur mal der Check. Es können sich ja noch ein paar anhängen. Die Frage ist nämlich, möchten Sie unser Unternehmensvideo in Deutsch oder in Englisch sehen? Ich persönlich bin noch recht ein Fan der englischen Version. Sie klingt so ein bisschen nach Anonymous. Meine persönliche Meinung. Aha. Habe ich seltsam. Irgendwie habe ich das beeinflusst, kommt mir so vor. Sehr seltsam. Ja gut, also in dem Fall, dann machen wir da das mit der englischen Version. Das Numbers. Large numbers. Small numbers, many, many numbers. Our systems process vast amounts of data every day. They're fast, experienced, and reliable. We ensure stability, establish order, and enable progress. We are SIX, the backbone of the Swiss Financial Center. We provide infrastructure, develop it continuously, and keep the system running. We secure a head start for our international clientele through our pioneering solutions along our unique value chain. And far beyond, day after day, all around the globe. The history of SIX is a history full of a pioneering spirit, innovation and success since the beginning in each of our business areas. The Stock Exchange. An institution that held rigidly for decades to its traditions. With an ever-increasing number of transactions, the need for an electronic trading platform grew over the years. The fast-growing volume had to be processed in a quick, safe, and transparent manner. The introduction of electronic trading at the Swiss stock market in 1995 set worldwide standards, and the quantities of trading literally exploded. With innovative strength, technical brilliance, and Swiss reliability, SIX and its system were catapulted directly among the world leaders. And that's where the company has remained ever since. With the goal of modernizing securities transactions between Swiss banks, a central securities depot was built in 1970. The administration of securities was simplified, accelerated, and brought together in one place. The facility has been expanded continuously ever since into today's largest fully automated vault worldwide. Riches of incalculable value are stored here. At the beginning of the digital age, the online, real-time interface between trade, delivery versus payment, and interbank payment was put into operation. Today, SIX additionally handles risk management, operates trading platforms for the Swiss National Bank's money market transactions, operates a platform for the electronic processing of land registry transactions, and handles mortgage trades and electronic invoices. What remains are speed, innovative strength, reliability, and stability. In
Information is the fuel that keeps the financial markets running, day after day, worldwide. SIX Financial Information provides market participants with a comprehensive range of high-quality market and reference information since 1930. SIX enables growth and innovation. During decades of dizzying technological progress, SIX was always at the forefront, delivering an enormous range of data to offer their clients on a daily basis. Precise, reliable, and breathtakingly fast. Today, SIX Financial Information is one of the leading global information providers and among the largest in Europe. The future is cashless. In 1976, today's SIX payment services introduced the Eurocard credit card to the Swiss market, which was soon followed by the installation of the first ATMs. And a short time later, by debit cards with terminals at gas stations and in shops. In addition to NFC contactless payments and customized payment solutions for online business, new intelligent and mobile payment systems like mCashier and PayMit have been recently added. But the revolution has just begun. SIX is already working worldwide on the cashless payment systems of the future. Our tradition has given us a comprehensive understanding of the financial industry. This allows us to recognize business opportunities and growth potential, and to develop them for our clients. Our systems are built for the highest loads. They perform their services solidly, securely, and reliably, bit by bit, byte by byte. We are SIX. Our business is numbers. Our first priority is stability. And our promise, innovation. Now and in the future. So. Wir machen weiter im Voting, weil ich habe mir noch gedacht, dass ich doch noch eine kurze Frage zu dem Thema stelle. Und zwar, wie viele Business Units hat denn nun SIX? Haben Sie gut aufgepasst? Bitte stimmen Sie ab. Ich sehe einen Trend. Okay. Ich glaube, das Video ist nicht ganz schlecht in dem Fall. Die richtige Antwort kommt zurück. Kann ich gleich mal das Voting wieder pausieren und weitermachen. Hier sieht man es. Ich möchte jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Wir haben Swiss Exchange mit der Börse, Security Services mit dem großen Zentraltresor, mit den Clearing and Settlement Dienstleistungen, wir haben Financial Information mit den Marktdateninformationen. Und Payment Services, das ist wahrscheinlich das, was die meisten von Ihnen tagtäglich mal irgendwann sehen, die ganze Geschichte mit den Kartenzahlungen. So, das haben wir auch schon im Video gesehen, kann ich auch überspringen. Kommen wir zu 2016, wo wir jetzt heute sind. OSS by SIX. Es ist viel. Hier ist nur ein kleiner Auszug der verwendeten Open Source Software drauf. Ehrlich gesagt hat wahrscheinlich auch keiner so richtig den Überblick mehr, wo überall OSS zum Einsatz kommt. Das werden wir wohl in Zukunft ändern. Wir haben alle die großen, wichtigen Sachen. Muss ich nicht im Detail darauf eingehen, beziehungsweise ich komme jetzt dann gleich dazu. Was haben wir in letzter Zeit auch erreicht bezüglich Einsatz von Open Source Software. Vor etwa 2 Jahren wurde bei uns intern ein Konzept der sogenannten DJI-Gilden ins Leben gerufen. Das ist jetzt nicht spezifisch für Open Source, sondern die Idee war einfach, dass man die Leute, die innerhalb unserer IT
sich mit Software beschäftigen und mit bestimmten Fachgebieten auskennen, dass man die zueinander führen kann und das in einem mehr oder weniger ungezwungenen Rahmen. Das heißt, es gibt da nicht die Pflicht, jetzt in einer Gilde Mitglied zu sein. Es gibt auch keine Vorgabe, welche Gilden es geben soll. Also die Gilden, die wir jetzt da haben und da einfach anhand der Logos sehen, wurden eigentlich alle irgendwie von alleine gegründet, weil jemand gesagt hat, das Thema, das ist für mich wichtig, ich möchte die anderen Leute, die sich bei uns in der Firma damit beschäftigen, zusammenbringen und das angehen. Es gibt auch kein vorgegebenes Eventformat. Es kann sein, dass man so wie jetzt hier, dass man einen Nachmittag lang Präsentationen hat von Leuten in anderen Teilen der Firmen, die einem Sachen zu dem Fachgebiet vorstellen. Bei der Testing-Gilde ist das zum Beispiel meistens so, das bringt auch recht viele Leute zusammen. Also da kann es schon sein, dass wir mal 60 Leute sind, die sich anhören, wie anderswo in einem anderen Teil der Firma getestet wird, wie das Software-Testing vor sich geht, weil die Testautomationen gemacht werden. Dann gibt es auch kleinere Gilden, die einfach so richtige Hands-on-Workshops machen, wo dann vielleicht 5 Leute kommen, die zusammen mal konkret einen Prototyp bauen, was coden oder eine Development-Methodik miteinander studieren bzw. lernen, weil sie einen Experten eingeladen haben, der ihnen das zeigt. Das Gefäß ist ziemlich offen und ja, jetzt kommt der Punkt, wo ich auch drin bin, dass das Tuxchen da, das bin dann ich, also respektive die Linux- und FOSS-Gilde, die ich vor etwa einem Jahr übernommen habe als Gildenmaster, nachdem sie relativ lange vakant war und ich gedacht habe, das kann ja nicht sein. Es war auch ursprünglich ausgeschrieben als Linux-Gilde, weil irgendjemand gedacht hat, das wäre doch wichtig, wir haben so viel Linux im Einsatz, wir brauchen das täglich, wir brauchen auch eine Gilde dafür. Und ich habe sie dann gleich umbenannt, weil ich fand, Linux ist mir zu einseitig, ich möchte generell freie Open-Source-Software in der SIX irgendwie promoten, ein bisschen Lobbying betreiben, schauen, wer sich überhaupt dafür interessiert innerhalb der Firma. Das war nämlich mir überhaupt nicht klar. Ich wusste, dass viele es einsetzen, aber ich hatte bisher nicht unbedingt den Eindruck, dass sich viele auch darum kümmern, einen nachhaltigen Einsatz zu verwirklichen. Und dementsprechend kann ich jetzt auch ein bisschen wieder auf den Einsatz der Open Source in der SIX zu sprechen kommen, und zwar auch natürlich nur einen kleinen Einblick, die Sachen, die mir jetzt gerade eingefallen sind, die ich für wichtig hielt, die vielleicht auch einfach klassisch sind und fast jeder benutzt sie. Also logischerweise, klar, ganz am Anfang Linux. Bei uns ist tatsächlich so, wir haben ganz viele Linux-Systeme. Es werden auch immer mehr Linux-Systeme, weil das ganz klar eine strategische Plattform ist. Aktuell beschäftigt mich auch dieser Wechsel, dass wir von SUSE Linux zu Red Hat wechseln. Das SUSE Linux kommt wahrscheinlich historisch daher, dass die ehemalige Telecourse Group schon länger SUSE im Einsatz hatte. Bei der SWX wurde eigentlich nur kurz mal Red Hat ausprobiert und dann aber hat sich das nicht fortgesetzt und ist beim Solaris geblieben. Aber mit der Fusion und mit den Ideen der Synergien etc. hat man halt beschlossen, dass man auf SUSE Linux setzt, und jetzt aktuell hat man das wieder geändert und die Strategie wäre, dass wir auf Red Hat Enterprise Linux wechseln. Häufig, wenn es geht, kombinieren wir das gleich noch mit dem Hardware Lifecycle. Also wenn es neue Hardware gibt, können wir die gleich mit Red Hat aufsetzen und sozusagen nochmal von vorne beginnen. Insbesondere auch mit dem ganzen Software-Testing. Das ist hier natürlich der Haken, oder? Solche Migrationen, die müssen ja irgendwie noch neben der Innovation untergebracht werden und werden natürlich irgendwie aus einem Wartungsbudget finanziert. Aber damit, dass man auch die Hardware ersetzt, geht das dann noch relativ gut nebenbei, weil ja neuere Hardware auch Sinn macht, mehr Performance, wieder den Support der Vendors etc. Das nächste natürlich total spannende, und das haben wir heute Morgen schon häufiger gehört, wir sind also auch dabei oder haben sogar schon was im Einsatz. Wir bauen auch eine Red Hat OpenShift Container Plattform intern auf. Wie ich hier
schreibe, es gibt also mindestens auch schon eine wirklich relevante Applikation, die live ist, die voll dockerisiert ist, die wir mit der kompletten Toolchain umgesetzt haben. Das heißt, wir haben dort eigentlich die Continuous Integration, das Continuous Deployment. An der Stelle vielleicht, ja, nein, das mache ich dann später. Ja, wir sind auch dabei, die Organisation zu ändern. Wir wollen in Richtung DevOps gehen, was die IT betrifft. Die entsprechende Initiative ist die HK6-Initiative. Vielleicht hat der eine oder andere, wenn er mit uns zu tun hat, mal davon gehört. Es gibt auch schon erste Erfolge, Continuous Testing umzusetzen. Also innerhalb dieser Deployment Chain haben wir bei einem anderen Projekt namens Starlight haben wir das schon umgesetzt, dass auch das Testing sauber integriert ist, inklusive End-to-End-Testing. Also das heißt, Software wird eingecheckt, Software wird gebildet, Software wird auf dem Testsystem deployed, Test Suite wird angestoßen, am Ende kommt das Resultat im Web-Interface zurück, ob das erfolgreich war. Und als nächsten Schritt kann man sich ja dann überlegen, ob man es auch in Produktion deployen lassen will, mittels Knopfdruck. Die neue Development Toolchain, die ist auch, ist halt leider natürlich nur was Internes, aber die ist auch schon komplett auf der Container-Plattform am Laufen. Die ist leider nicht so komplett frei und offen, jetzt mal mit Ausnahme des Git. Dann ein weiterer Erfolg ist, dass es tatsächlich auch schon ein internes Produkt namens Docker for EWP gibt. Also EWP steht bei uns für Electronic Workplace und meint eigentlich den Windows-Desktop, den wir alle leider noch vor uns haben. Und dementsprechend hat es jetzt der Entwickler auch ein bisschen einfacher, in die Containerwelt einzusteigen, weil er seinen persönlichen Container auf seinem Windows-PC am Laufen haben kann und ein bisschen näher an der Linux-Welt, ein bisschen näher an die Windows-Welt herangekommen ist. Also was Chris Eberle und auch Nicola Christener heute schon gesagt haben, IT becomes commodity, das ist jetzt Nicola, und das ist die Zukunft, das haben wir auch erkannt, das wurde bei uns erkannt und wir sind da jetzt stark am Aufbauen. Also wir werden auch, oder der Plan, soweit es mir bekannt ist, dass wir eine interne Cloud bauen. Wie dann die genau aussieht, da bin ich der Falsche, um das zu beantworten, aber es ist logisch, dass Red Hat OpenShift ein Bestandteil davon ist. Deswegen, wegen der Prominenz für uns von Docker, gibt es auch eine Docker-Gilde. Es ist auch ursprünglich so, dass einer der Entwickler irgendwann mal auf einer Entwicklerkonferenz das Docker gesehen hat, hat mitgekriegt, dass das jetzt auch alle Großen auf den Zug aufspringen und hat dann das gleich eingebracht und hat sich dafür eingesetzt, dass wir das auch kriegen. Und so ist es gekommen, dass es dann sich richtig fortgesetzt hat und bis zu dieser OpenShift-Plattform geführt hat. Also man kann tatsächlich bei uns auch noch als einzelner kleiner Entwickler was anstoßen und bewirken. Dann im Rahmen dieser Automatisierung und dieser ganzen Cloud-Plattformen hat sich etwas anderes noch herauskristallisiert als prominentes Tool. Das ist das SaltStack. Also das soll bei uns das favorisierte Konfigurationsmanagement-Tool werden. Es ist auch schon überall auf allen Linux-Systemen verteilt. Es integriert sich natürlich mit der OpenShift-Plattform. Es gibt keine Gilde da jetzt lustigerweise, aber dafür gibt es ein Zurich SaltStack Meetup, wo einige Six-Leute sehr engagiert sind. Vor kurzem hatten die ein größeres Event, waren bei der CS und haben dort auch festgestellt, dass die CS das ein bisschen anders einsetzt, als es üblich ist. Sie benutzen es zur Softwareverteilung, dass sie aber ähnliche Problematiken wie wir haben, nämlich das Thema des Contributing, das ich später nochmal anspreche, oder das Bugfixing etc. Dann weiter, es gibt eine Elastic Guild, der Elk Stack, der ist plötzlich auch sehr populär geworden. Eigentlich haben wir ja ein nicht offenes Tool namens Splunk, aber es gibt halt auch ein paar Leute, die haben herausgefunden, dass
einerseits als Planck den Nachteil hat, dass es mit der Zeit sehr viel kostet, je mehr Daten das man hat. Und andererseits wollten sie was haben, das mehr ihr Bedürfnis erfüllt. Also dieser ELK-Stack, der breitet sich da auch immer mehr aus. Der ist auch cool, muss ich sagen. Also was ich bisher gesehen habe, war alles sehr cool. Kann sie leider nicht demonstrieren. Dann Python. Python ist bei uns auch ganz wichtig. Da gibt es auch ganz viele Leute, die sich mit Python beschäftigen. SolidStack basiert ja bekanntlich darauf. Es gibt diverse Leute im Software-Testing, die mit Python ihre Testautomatisierung realisieren. Das ist also auch ein wichtiges Thema. Scala, ja, das kenne ich selber viel zu wenig, aber ich weiß, dass speziell unsere Filiale in Genf, die einige der Leute, die sich mit den Websites beschäftigen, also wo sich einige der Leute, die sich mit den Websites beschäftigen, befinden, dass die dort anscheinend stark engagiert sind, ihre Tätigkeit mit zur Hilfenahme von Scala zu bewältigen. Dann kommen wir zu den mehr klassischen Sachen. Logischerweise haben wir den GCC im Einsatz. Wir benutzen auch die Boost Library. Ich weiß besonders, dass das bei Financial Information ein Thema ist. Financial Information hat ja eben die Schwierigkeit oder die Herausforderung, dass sie die ganzen vielen Finanzdaten in Realtime ausliefern muss. Und in dem Bereich wird halt noch ganz klassischerweise auf C und C++ gesetzt. Das war halt auch eben schon zu Telekurszeiten so. Dementsprechend gibt es auch eine C++-Guild. Und der Gildenmaster dort, der ist auch sehr aktiv, der macht gleichzeitig auch irgendwie noch C++-Meetups und er macht, habe ich ja nochmal herausgefunden, auch Linux-Kurse für unsere Lernenden. Also, sehr gute Sache. Dann logischerweise haben wir fast überall haben wir Java. Und das ist ja mittlerweile auch Open Source. Ganz prominenter Einsatz ist bei Core, das ist das Collateral Repo Plattform von SIX Security Services, also sprich ein Service, den wir unter anderem für die Nationalbank zur Verfügung stellen, wo also jeden Tag da die milliardenschweren Auktionen der SNB stattfinden, wo sie ihre Gelder an die Banken geben. Das Wildfly, das ist natürlich, also früher war das ja mal JBoss, das ist der Application Server, der jetzt eigentlich überall zum Einsatz kommt, auch bei dem Meon, das ich vorhin erwähnt habe. Dementsprechend gibt es natürlich auch eine Java Guild. Also kurz, um es zusammenzufassen, der Status Quo ist eigentlich, dass wir wirklich viel OSS einsetzen, außer jetzt in dem Office-Bereich, wo wir leider halt noch komplett bei Windows feststecken oder bei SAP und den üblichen Verdächtigen. Das OSS-Inventar, das ist eigentlich ein Excel-Sheet. Also da haben wir noch ein Problem, dass wir das manuell pflegen müssen und nicht wirklich automatisiert sehen, was denn wo zum Einsatz kommt. Und der letzte Punkt ist eigentlich der, wo mich der Schuh am meisten drückt und den auch viele andere Entwickler als Knackpunkt sehen. Wir haben eine uralte Weisung, die sich mit dem Thema Open Source auseinandersetzt und die setzt sich eigentlich nur mit dem Einsatz auseinander und weniger auch mit dem nachhaltigen Umgang mit Open Source. Dementsprechend ist es zwar nicht verboten zu contributen, aber es ist auch nicht vorgesehen und eben schon gar nicht im Namen der Firma, sondern wenn Contributions stattfinden, dann passieren sie aufgrund von privater Initiative von Mitarbeitern. Und das führt dann halt zu den üblichen Problemen, die muss ich jetzt hier nicht wirklich erwähnen. Das kennen, glaube ich, die meisten. Und das ist dann ja auch das, wir hatten vor kurzem mal im Februar einen Workshop zusammen mit Matthias Stürmer und Remo Eckert. Das Thema, was das alles für Nachteile mit sich bringt, mit dem sogenannten Inner Sourcing. Vor allem eben die Maintenance, die dann halt ein Riesenproblem wird. Was ich mir jetzt wünschen würde, komme langsam zum Ende. Ich würde mir wünschen, dass wir
eine neue OSS-Strategie haben, eine offenere OSS-Strategie, dass wir explizit das Contributing bei OSS-Projekten im Namen von SIX erlauben. Viele natürlich wünschen sich auch die automatische Inventarisierung der OSS-Software, genau deswegen, weil man ja auch eine Ahnung haben, welche Lizenzen das man verwendet hat, welche man verbaut hat, wo man da vielleicht ein Problem hat, wenn man mal ein Produkt dann bei einem Kunden ausliefern möchte. Ich würde mir natürlich persönlich auch wünschen, dass SIX irgendwann mal ein offizielles OSS-Repository hat und allenfalls generische Libraries, die wir entwickeln oder die wir einfach mal gebraucht haben, und dass wir die auch der Community zur Verfügung stellen und danach schauen, ob das irgendjemand anderen interessiert und ob das andere Leute brauchen, weiterentwickeln. Ja, halt eben der Sharing-Gedanke, der sollte meiner Meinung nach umgesetzt werden. Und was ich persönlich auch noch wichtig fände, dass eben auch im Beschaffungsprozess darauf geachtet würde, dass man auch ja Alternativen im Open-Source-Bereich suchen würde. Und also, dass man das explizit in den Beschaffungsprozess reinnimmt, dass man die sucht. Dann habe ich, glaube ich, das übersprungen. Also ich, wie viele andere Entwickler auch, würden uns auch wünschen, dass wir einen Linux-Desktop haben könnten, um darauf zu entwickeln, statt des Windows-PCs oder Notebooks. Dementsprechend hat mir natürlich auch der Vortrag von André sehr gut gefallen, dass sie in der Roche das tatsächlich hingekriegt haben. Weil eben das Argument dagegen ist natürlich immer, das ist ja zusätzlicher Aufwand. Wir haben noch eine neue, andere Desktop-Installation, dann haben wir doppelten Aufwand zusätzlich zu dem, was wir schon haben. Genau. Ich gehe nochmal zurück auf die Präsentation von Nicola, wo er die Zukunft gezeigt hat. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass wir demnächst dort stehen werden, wie er es gezeigt hat, dass wir eigentlich einerseits einen guten Umgang mit Open Source haben und andererseits, dass wir auch alle modernen Technologien einsetzen können und möglichst bald die ganzen Legacy-Systeme, die wir sonst noch haben, ablesen können, dass eben auch der Betrieb der Testsysteme für mich, der tagtägliche Betrieb, bequemer wird, dass ich mich auf andere Sachen konzentrieren kann, dass ich zum Beispiel auch mehr Technical Testing machen kann und nicht in erster Linie Zeit darauf investiere, dass ich die Software zum Installieren und zum Betreiben bringe. An der Stelle möchte ich jetzt ganz gerne auch noch mal ein bisschen Feedback von Ihnen einholen. So. Die Frage haben wir gesehen. Eine weitere Frage: Wie sieht es bei Ihnen aus? Ich erwarte ja ein ziemlich obenlastiges Resultat. Ja. Ist cool. Ja, genau. Also, wie sieht die Situation bei Ihnen aus? Ist Contributing erlaubt, erwünscht, nicht erlaubt? Sie wissen es nicht. Ich gehe noch mal kurz zurück wieder zu den Resultaten. Wir haben noch nicht so viele Antworten. Wir waren ja mal, das Top-Resultat war, glaube ich, bei 18 Antworten. Ja, haben doch noch einen recht großen Anteil an Nein-Stimmen. Will noch jemand voten? Braucht noch jemand wieder den QR-Code, um auch noch mitzumachen? Oder will jemand tatsächlich die Short-URL von Google eintippen, wer es noch nicht gemacht hat? Okay, na, besten Dank fürs fleißige Mitmachen. Ich habe, glaube ich, jetzt in dem Sinne
Ah, noch einen Punkt, stimmt. Den erzähle ich natürlich ganz gerne. Wir haben ein bisschen Geld, das wir gerne für das Sponsoring von Open Source Projekten ausgeben möchten. Ich habe unter anderem unser Firmensponsorship für CH Open darüber abwickeln können. Die Idee ist natürlich, dass wir eher an kleinere Projekte gedacht haben, die noch nicht von irgendwelchen großen Firmen unterstützt werden und naheliegenderweise natürlich für OSS, die wir auch nutzen könnten oder schon nutzen. Also falls jemand eine Idee hat, bitte gerne mich kontaktieren. Ich kann es dann in diesen Evolutionsprozess einspielen. Und solange wir nur über wenige tausend Franken sprechen oder sogar noch besser wenige hundert Franken, glaube ich, haben wir da gar kein Problem durchzukommen, weil bisher in dem Bereich noch eigentlich fast nichts passiert ist. Weil irgendwie eben, vielleicht ist es zu wenig publik gemacht. Wir machen es ja eigentlich auch nicht nach außen publik, wir machen es intern publik. Es müssten eigentlich Mitarbeiter kommen und sagen, hey, ich habe eine Idee, wo wir ein bisschen spenden können. Ja, genau. Ich bin eigentlich leider auch schon wieder am Ende. Theoretisch könnte man hier auch noch Fragen erfassen im Freitext. Also es gibt ja nicht nur die Multiple Choice. Ah, ich hätte noch eine andere Frage gehabt, wenn Sie die noch beantworten wollen, so dass ich auch hier noch ein Resultat habe. Das wäre mein anderes Anliegen, ob die Beschaffung das auch berücksichtigt. Aber eigentlich geht uns ja die Zeit aus. Ich habe nur noch 30 Sekunden. Ja, also ich freue mich, wenn Sie noch ein bisschen antworten. Hat jemand sonst eine Frage, die er noch an mich richten möchte? Ja, diese Gilden, ja. Wie sind die organisiert? Ist es Selbstorganisation oder ist es sehr upfront, was mit denen vorbereitet ist und wann kommen die und hören mal zu? Bis auf eine Ausnahme ist es selbstorganisiert. Das heißt, eben, es kann sich jemand als Gildenmaster melden. Er kann dann versuchen, eben Leute zu finden, die an einem Event teilnehmen. Also er kann zum Beispiel ein Event organisieren und schauen, wer kommt. Das habe ich mal so gemacht. Ich habe einfach intern Werbung gemacht und geschaut, wer kommt an ein OSS-Event, an dem Matthias Stürmer und Remo Eckert bei uns waren und die Open-Source-Studie gezeigt haben. Andere eben bieten halt Workshops an und schauen mal, wer denn da kommt. Aber es ist grundsätzlich eigentlich selbstorganisierend. Die Ausnahme ist die Tools and Technology Gilde. Das ist eigentlich eine, die ins Leben gerufen wurde, um jetzt diesen Switch zu der neuen Toolchain den zu erleichtern und vor allem eben auch in Zukunft eine Community zu haben, die sich darum kümmert, zukünftige Tools zu evaluieren, einzubringen und oder auch wenn jemand zum Beispiel ein Tool, das nicht zur Standard-Toolchain gehört und das betreiben will, dann muss er auch in diese Toolchain gehen, weil er muss eben, eigentlich wäre ja die Idee, dass es auch andere nutzen können, wenn jemand wirklich ein eigenes Entwicklungstool betreiben will, was wir im Prinzip nicht ausschließen, obwohl wir natürlich gerne, oder ich sage mal so, die Tooling-Leute hätten natürlich gerne alles auf ihrer einen Toolchain. Aber ein Beispiel ist der Build-Server. Wir setzen da halt auf Atlassian. Also die Toolchain setzt auf Atlassian. Es gibt dann noch ganz viele Leute, die auch Jenkins im Einsatz haben. Und dementsprechend, diese Leute müssen dann halt in der Toolchain-Gilde mit dabei sein und sich dort einsetzen. Dass sie das auch weiterhin behalten dürfen, wenn sie weiterhin mit Jenkins arbeiten wollen. Ja. Okay, weitere Fragen? Verwendet ihr auch Blockchain? Ja, natürlich. Blockchain ist ein Riesenthema. Konkret im Einsatz, glaube ich, ist es noch nicht. Es wurden schon Prototypen gemacht. Ich muss da eigentlich eher auf unsere Innovationswebsites verweisen, respektive auf den Fintech Incubator, den F10. Also solche Sachen finden dort statt. Das kriege ich eigentlich auch nur so am Rande mit. Wird sicher ein Thema, sieht man auch in den Medien, wird des Öfteren bei Interviews gefragt. Ja,
ganz klar. Aber ich kenne nichts Konkretes, außer dass mal Prototypen gemacht wurden. André? Eine Anknüpfung an die Frage von vorher. Diese Gilden, wenn wir jetzt da mitmachen, wenn die werden, geht das auf Arbeitszeit? Ja, natürlich. Das ist schon so. Die Gilden kann man auf Arbeitszeit besuchen. Definitiv. Ja. Ist das zeitlich beschränkt? Bisher nicht. Ich glaube, es ist noch nicht ausgeufert oder so. Würde es ausufern, müsste man das vielleicht regeln. Das Schöne ist, momentan ist es nicht stark reglementiert, eben weil es funktioniert, so wie es funktioniert. Und man würde sich sogar mehr Teilnahme wünschen. Ja. Naja. Ja? Nur eine kleine Bemerkung, einige tausend Franken Beitrag an Open Source Software bei einigen hundert Millionen Reingewinn. Ist das nicht etwas peinlich bei den sonstigen Preisen, die Sie sicher bezahlen für alle anderen Software, also Source Software, die Sie einsetzen? Ich bin vielleicht der falsche Adressat für die Frage, aber ich möchte das mal so relativieren. Bis vor kurzem war ja so etwas völlig undenkbar für uns. Und dementsprechend ist das mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und es könnte sich weiterentwickeln und zu einer großen Geschichte werden. Abgesehen davon, das ist eigentlich mehr so ein Charity-Ding, oder? Und wenn es natürlich darum geht, wirklich was Konkretes zu entwickeln, kann man das ja in ganz normalen Projektbudgets einfließen lassen, dass man eben auf Open Source setzt und bei der Open Source investiert. Und da sind es natürlich dann andere Beträge. Ja, ich glaube, das ist auch vielleicht der Grund, warum wir das nicht publik machen, weil das ist ja sozusagen lächerlich. Aber für mich ist es wirklich ein erster Schritt, über den ich mich sehr freue und ich hoffe, dass sich das weiterentwickelt und vielleicht zu einer großen Sache wird. Ja, dass wir nicht nur einen Social Day haben, wo wir uns sozial engagieren, indem Leute Umweltprojekte machen oder mit älteren Leuten einen Tag verbringen oder mit Jugendlichen coachen. Das haben wir ja bereits, dort sind wir eigentlich sozial engagiert, sondern dass wir halt in Zukunft auch noch in der digitalen Nachhaltigkeit investiert werden. Also ich versuche das auch immer, wenn es geht, den Leuten nahezulegen. Es ist halt momentan wirklich noch ein hartes Pflaster. Es war, glaube ich, noch eine Frage. Ja? Python in Zusammenhang mit Testing. Können Sie mehr über Ihre Test-Einsatzmodelle erwähnen? Open Source im Testing. Gut, wir haben beispielsweise jetzt in meinem Umfeld gibt es ein Testing-Framework, das ist Java-basiert. Anderswo bei Financial Information, in dem Bereich hat Test Suite ein Eigenbau-Test-Framework, das ist Python-basiert. Grundsätzlich in meinem Team verwenden wir insofern recht viel Open Source, als dass ich zum Beispiel und auch mein Kollege, die wir auch Lernende betreuen, versuchen dort natürlich immer Open Source Tools zu nehmen, also beispielsweise Apache, MySQL, ja, ich glaube, ich muss aufhören. Aber, also es ist wirklich so, logischerweise, Python ist angesagt. Python ist wirklich angesagt, auch beim Testing. Und das ist ein Trend. So, vielen Dank.